Das heißt, es ist Griechen gegen Griechen. Und ja, auch Ajax hat eine besondere Fähigkeit. Ein Schlag mit dem Schild steuert Einheiten durch die Luft. Also so ähnlich wie ein Zyklop Gegner hochhebt und wegwirft, kann Ajax Gegner einfach wegschleudern. So, mal sehen, wir finden noch mehr. Schafe. Den Bär lassen wir mal in Ruhe. Und sogar Hühnchen. Also ja, ein kleines Lager. Und sogar Dorfbewohner. In dem Lager. Gut. Ihr beide baut mir hier ein Lager aus hin. Ihr baut mir hier irgendwo einen Kornspeicher hin. Und ja, das hier zu verteidigen ist etwas anstrengender. Wie man sehen kann, wir haben nämlich viele offene Richtungen. So, wir haben einen Hafen. Und am besten auch gleich irgendwo einen Tempel. Hier hin. So, erstmal Tiere schnell erlegen und schnell am Fleisch kommen. Dann Holz und Gold schneller abbauen, die Wirtschaft ein bisschen schnell hochboosten. Und ich sehe gerade, wir haben das Dorfzentrum noch gar nicht besetzt. Ja, okay. Ja, ich habe nicht genug Holz, um ein Dorfzentrum zu bauen. Sehr schön. Fail, würde ich mal sagen, aber das korrigieren wir gleich. Wunder brauchen wir es erstmal nicht. Wir können unseren tollen Stein mal hier hinten wieder aufstellen. Und uns mal hier ein bisschen erkunden. So, gucken wir mal kurz in die Oh, hier ist übrigens noch eine Siedlung. Sehr schön. So, ihr baut mir jetzt hier eine Siedlung hin. Also Dorfzentrum auf die Siedlung. Ah, noch eine Siedlung hier zu wissen, ist gar nicht mal so schlecht. Aber den Rest decken wir jetzt erstmal nicht auf. Das heißt, wir müssten theoretisch nur in andere Richtungen aufpassen. Wenn wir Glück haben, ist hier eine Ende, nämlich Ende vom Strand. In die Richtung müssen wir hoffentlich nicht ganz so sehr aufpassen wie in die Richtung. Naja, unser Hippocampus wird schon mal angegriffen. Nicht so gut. So, zwei Fischerboote. Aber hier scheint es offen zu sein. Oh, hier gibt es aber Gold dafür. So, locken wir nicht noch mehr Schiffe an. So, Missionsziele. Führen Sie die Männer zu über unbesetzten Siedlung, errichten Sie ein Dorfzentrum. Ja, den Hinweis brauchen wir nicht. Griechische Bogenschützen. Die Bogenschützen der Griechen werden in der Schießanlage ausgebildet. Im klassischen Zeitalter können die Griechen Toxoten ausbilden. Ein Standardbogenschütze, der Infanterieeinheiten schlagen kann, aber durch Angriffe schneller Kavallerieeinheiten Schaden erleidet. Im heroischen Zeitalter kommt der Peltas-Zentur hinzu. Der Peltas ist darauf spezialisiert, Bogenschützen auszuschalten und dementsprechend schwächer gegen andere Einheiten. Ja, das ist eigentlich eine Konter-Artillerie-Fernkampfeinheit. So. Diese Schiffe kommen aus den trojanischen Häfen. Von diesen Häfen aus wird die Stadt versorgt. Wir müssen sie zerstören. Das finde ich nicht so gut, dass hier jetzt ein Schiff ist. So, erstmal wieder Ares. Dass hier einfach mal so ein Schiff meint, es müsste meine... meinen Hafen angreifen.
Deswegen schicken wir mal die Bogenschützen entgegen. So, schieß auf meine Helden. Die sind entbehrlich. So. Der Rest nicht. Die heilen sich wenigstens, meine Helden. So, haben. Hoch. Warum habe ich hier Bären? Ich habe Bären mit dem Stein angelockt. Wahrscheinlich die Bären von da oben. Ich muss die Schlachtschiffe loswerden. Stark gegen Geschützschiffe und Gebäude. Das heißt, mit meinen Geschützschiffen komme ich leider nicht weit. Ah, Blödsinn. Keine Transportschiffe, sondern Fischerschiffe. So. Leiche? Wie immer. Irgendwo eine Kaserne hinsetzen. Am besten hier vorne hin. Holzsäge erforschen. Erstmal nicht. So, ihr könnt ruhig sammeln gehen und so weiter. Habe ich nichts dagegen, wenn ihr das macht. So, jetzt aber... Sammelt erstmal die Bären hier fertig ein, bevor die ihre Nahrung weg ist. Und einen Flug können wir gut gebrauchen. Tja, die Schiffe hier sind schlecht hier oben, weil die meine anderen eigenen Schiffe versenken würden, wenn ich welche hinschicken würde. So. Wir können übrigens jetzt auch ins dritte Zeitalter voranschreiten. Erstmal nicht nötig. Holen wir uns erstmal einen unserer Unterhelden zurück. Und machen noch ein paar mittlere Hobliten. Bauen einen Schießstand. Wenn wir Glück haben, greifen uns die anderen Griechen nicht so häufig an. So. Ihr helft mal beim Sammeln hier. Ich brauche noch mindestens 3 erst einmal. Verbessern wir mal die Toxoti. Wobei erstmal nicht. Ich brauche nämlich jetzt erstmal noch mehr Nahrung, um. Oh, da sind welche angeschlagen. Ich brauche erstmal mehr Nahrung, um weitere Dorfbewohner auszubilden. So. Gut. 5 pro Ressource dürfte reichen und 4 zum Beten. Und ich entwickle mal meine Wachtürme weiter. Und gebe ihnen mehr Sichtweite. Das kann ich hier oben machen, da geht's schneller. So, Gold sammeln. Beten. Setzen wir einfach mal den Wegpunkt, dann beten sie alle gleich schnell. So. So, wir haben eine kleine Truppe. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Erstmal wäre mehr Sichtweite für eigentlich so gut wie alles besser, ja. Dann erlegt mal Tierchen, die noch Nahrung bringen. Und da müssen leider die Ziegen dran glauben. So. Ich könnte die beiden noch anbuddeln, aber die Richtung sichere ich jetzt erstmal. So, 2 Fischerkutter. Und jetzt die Upgrades für Hopliten und für Toxote. Toxoten. Na, braucht noch ein bisschen Gunst, aber normalerweise müssten 4 Dorfbewohner reichen für Gunst. So. Ihr beide sichert mal hier drüben ab.
Ihr müsstet eigentlich theoretisch auch von dieser Weiterentwicklung profitieren. So. Ich habe ja eh noch einen übrig, einen Arbeiter, der nachher dann was baut. Da habe ich was übersehen. Nämlich ziemlich böse Gegner. Ich sollte hier auf jeden Fall Wachtürme hinbauen. Wenn ich die hier losgeworden bin. Genau, meine Helden gegen den Minotaurus. Kann ich da nicht irgendwas einstellen, das nur bestimmte Einheiten ausgewählt werden? Sound, Hardwarebeschleunigung, nein, vollständige Overhead für Fußspuren. Ein Quartier mit Mausklick. Spiel aufzeichnen. IME. Fensterspielen, Drehung der Kamera. Meldung zum Erschaffungsstatus anzeigen, nein. Banner und tätige Militäreinheiten, nein, brauchen wir alles nicht, okay. Ah ja, gut. Prostagma. Meine Holzfäller und die anderen sind bei der Arbeit. Wir haben zwei Nahrungssammler verloren, die werde ich jetzt gleich mal ersetzen. Und eine der Ziegen ist gestorben. Ah. Nicht so toll. Ich glaube, ich werde erstmal das Lager hier einreißen. Das sieht nämlich schwächer bewacht aus als das Lager hier. Aber vorher sollte ich auf jeden Fall wirklich mindestens hier zwei Wachtürme, hier zwei Wachtürme. Also hier zwei Wachtürme. Hier zwei oder sogar drei Wachtürme. Und so weiter aufbauen. So, erstmal Waffen verbessern. So, stellen wir erstmal hier zwei Wachtürme auf. Und verbessern wir mal unsere Holzversorgung. Gut. Na gut, das, obwohl das Upgrade ist noch nicht so relevant. Was relevanter wäre, wäre die Verbesserung meiner Mauern, meiner Gebäude. So, Nahrung kriegen wir genug rein. Gucken wir jetzt erstmal, dass wir auch Holz reinkriegen, ordentlich. So. Ein Wachturm ist gleich fertig, dann machen wir den anderen fertig. Von hier aus kam auch noch gar kein Angriff eigentlich. Ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. So. Die Ziegen sehen gemästet aus. Angriff von dort. Mit mittleren Hippie-Cons. Und toten Ziegen. Also irgendwie langsam nervig. Ganz ehrlich, dass die ständig von dort angreifen. Also stelle ich mal meine Truppen hier auf. Der letzte, der kann auch hier anders dicht machen. Wobei ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass sie von da angreifen werden. Wenn ich hier zwei Türme aber aufbaue, müsste es reichen.